Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Dokumentarfilmemacher, einen mehrfachen Bestsellerautor, einen Biophysiker heute zugeschaltet. Sie kennen ihn ganz bestimmt, es ist nämlich der Dieter Bröers. Und mit ihm möchte ich heute unterhalten darüber, was uns das 2022 so aus seiner Sicht so bringen möge. Und deshalb seien Sie gespannt, was gleich auf Sie zukommen wird. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich dem Dieter Bröers zuwinken. Hallo, lieber Dieter. Hallo, lieber Alexander. Schön, dass ich wieder da sein darf. Großartig. Willkommen im neuen Jahr und danke für die erweiterte Ehre, wenn ich da mit meinem Mentor, ich sage das immer wieder gerne, so sprechen darf. Ich habe viel von dir gelernt und ich weiß, dass deine Denkweise einfach sehr global, ganzheitlich ist. Du warst immer so ein bisschen ein Brückenbauer zwischen spirituellem und reiner Wissenschaft. Und aus dieser Sicht her also möchte ich euch gerne mal ein bisschen erfahren, wie siehst du die Energie 2022 politisch, wirtschaftlich, aus weiß Gott was für Konstellationen heraus, was erwartest du für dieses Jahr? Also es sind zwei verschiedene Dinge. Einmal, was ich erwarte, das geht ja auch in den Bereich hinein, Gedanken und Wahrnehmungen schaffen Realitäten. Ja, das möchte ich gleich vielleicht noch ein bisschen vertiefen, aber im Grunde genommen ist das die eine Ebene. Das passiert, ob ich nun dran glaube oder nicht. Deswegen ist es gut, wenn wir nicht nur dran glauben, sondern das auch wirklich wissentlich umsetzen, dass unsere Erwartungen, unsere Gedanken, unsere Visionen auch wirklich Realitäten erschaffen. Markante Art, immer deutlicher als früher. Da werde ich vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber andererseits ist es ja so, dass was draußen passiert, setzen wir zu sehr in den Vordergrund in der Bewertung der Dinge. Also im Grunde genommen sind die großen Veränderungen, die jetzt durch die überhöht lauten oder laut gestielt oder gestylten Schlagzeilen übersteuern sozusagen das, was im Inneren von uns allen passiert. Das ist ja viel wichtiger, denn im Grunde genommen ist das Außen ja immer sozusagen ja, das Ergebnis dessen, was im Inneren an den Menschen, was sie erregt und was sie sozusagen, womit sie sich auch direkt auseinandersetzen. Und das ist natürlich etwas, was, wenn wir das einmal durchschauen, dieses Spiel und die Dinge, die jetzt im Außen passieren, da wird ja immer wieder gesagt, das sind so viele Daten schon genannt worden und da sollte ja schon so viel passieren und ist letztlich nichts passiert, dann schaut man, unabhängig davon, dass eine ganze Menge auch an faktischen Dingen passiert ist, ja, auch an sichtbaren Dingen passiert ist. Aber vielmehr doch schaut man auf die Dinge im Außen. Und da sind wir immer noch in der Höhle von Platon, die sozusagen die Scheinwelt für die eigentlich, also auch die Matrix genannt, für die haupt- und einzigartige und einzig existierende Realität erschaffen oder uns vorstellen. Und das ist etwas, was ich mir, wenn du die Frage nochmal stellst, und die hast du ja gerade gestellt, was ich mir vorstelle, ist es natürlich erstmal mein Wunsch, meine Visualisation, dass ich mir wünsche, eben gerade eben in diesem Jahr ganz besonders, weil wir brauchen es mehr als hier zuvor, dass wir dieses ganze Spiel durchschauen, was da gerade passiert, dass das sozusagen auch unter dem Motto Krankheit als Weg, da kennen wir es von Torvald Detlefsen, das heißt, an jede Krankheit ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas angeschaut werden soll, was irgendwie ignoriert wird, das überträgt sich auch auf die Bereiche Schicksal als Weg. Ja, und es passiert im Grunde genommen nichts zufällig. Es ist alles kausal sozusagen mit den geistigen Dingen verbunden. Das heißt, da ist eine höhere Ordnung da, im Sinne auch einer sogenannten Homöostase, Selbstregulation. Das sind archetypische kosmische Gesetze, die einen hilfreich immer daran erinnern, wenn der Verstand zu sehr sich verlaufen hat, dass es da noch etwas anderes gibt, dass wir noch etwas anderes sind als nur die Leute, die Menschen einfach mal, die vergessen haben, dass sie göttliche Wesen sind, ausgestattet mit Fähigkeiten, die sie kaum nutzen oder eben fehlnutzen, um wirklich selbst in die Glücklichkeit, in die Freude zu kommen und in die Erlösung zu kommen. Und nicht darauf zu warten, dass irgendwo Raumschiffe landen oder Jesus nochmal runterkommt und sie an die Hand nimmt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das genau habe ich mir ganz besonders für dieses Jahr gewünscht, das habe ich mir manifestiert. Ich habe mir einfach vorgestellt, ganz viele Menschen auf der Erde, ich sah sie sozusagen von oben auf den Globus gesehen, sah ich ganz viele Menschen tanzen, sich umarmen, also gekennzeichnet das Bild für eine Freude. Und das ist das, was ich mir wünsche und was ich sehe, was gerade zunehmend mehr passiert. Im Sinne des Erwachens, im Sinne des Erkennens dessen, was wir sind und was wirklich gerade passiert, dass da etwas angeschaut werden möchte, was befreit werden möchte. Man sagt ja immer aus der Quantenphysik,
das, was man beobachtet, wird Realität. Wenn wir uns jetzt so stark im Außen identifizieren über alle diese Informationsflut, dann wird das ja auch zur Realität in uns drin, aber auch im Außen wird es manifestiert. Das heißt also, solange wir unser Denkvermögen nicht ändern, wird es dann draußen auch nichts ändern. Ja, es ist genau, das ist theoretisch richtig, wäre auch in der Praxis die Lösung, der Lösungsweg, aber die Schwierigkeit besteht darin, dass das schwer erscheint für den konditionierten Verstand. Wir sind so sehr verkopft, wie man so schön sagt, so sehr in der Verstandesebene und geben ihm die höchste Autorität auch in den Handlungsbereich. Und das sehen wir ja. Insofern wäre es im Grunde genommen relativ einfach dann, wenn man es mal global sieht, global auf der Seelenebene, auf der Geistesebene, wir würden das erkennen, dass es so ist, wo wir unseren Fokus hinsetzen. Man kennt diesen Spruch natürlich, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist ja sowas. Wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Alle wissen es, jedenfalls die meisten spirituellen Menschen wissen das, setzen es aber nur wenig um. Das erfordert schon mal, dass ich erkenne, dass es wirklich so ist. Nicht nur ein Sonderfall, der für mich vielleicht nur ab und zu oder gar nicht zutrifft. Und wenn wir das aber wirklich ernst nehmen, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt, dann sind wir es ja. Jeder Einzelne von uns und ich inklusive, der entscheiden sollte, ja, wo lenke ich denn nun meine Aufmerksamkeit hin? Und wenn ich mich dabei beobachte, ganz sachlich einfach mal ein Tagesablauf Revue passieren lassen, wenn man sich so wie wir jetzt schon in den morgendlichen Stunden bewegen, dann ist der Tag ja noch nicht so alt oder in den abendlichen, das ist völlig egal. Einfach einen Tag Revue passieren lassen, dann werden wir feststellen, wenn wir dann genau beobachten, womit wir eigentlich zu tun hatten. Wir sind immer nur am Reagieren. Da kriegen wir eine Information aus irgendeiner von einer E-Mail oder von irgendeinen Nachrichten oder was auch immer da passiert. Wir reagieren darauf und kriegen das gar nicht mit. Ja, das sind reflexartige Dinge. Früher haben die Psychologen immer gefragt, was assoziieren Sie, wenn ich Sie nach einer Welle frage oder nach einem Baum und so weiter. So sind diese Assoziationsketten da. Nun haben wir es hier nicht mit einem Psychologen zu tun, der uns darauf hinweist, das sind Automatismen, in denen wir uns ein bisschen verlaufen haben. Um aus diesem Circulus Viciosus, wie ich ihn wirklich nenne, herauszukommen, ist es wichtig, das habe ich gerade schon erwähnt, dass wir erkennen, dass es so ist, dass wir eine gewisse Routine des Alltags erkennen, die wir haben und die uns sozusagen zu Realitätsverstärkern macht, derjenigen Instanzen, die wollen, dass wir uns danach richten. Da kommt der Begriff ja Nachrichten her. Ja. Aber wer sind wir denn, dass wir sagen, wir geben die Verantwortung ab? So nach dem Motto, wollen wir leben oder gelebt werden? Und wir werden gelebt, ob wir es wollen oder nicht, wenn wir diesen Automatismen von außen suggeriert folgen. Ja, also die Routine des Alltags durchbrechen heißt, sich einfach so oft wie möglich klarzumachen und sagen, Moment mal, das, was da gerade passiert, will ich das? Will ich das wirklich? Und dann sich daran erinnern, Moment, das liegt ja an mir selber, wo ich jetzt meinen Fokus hinrichte. Ja, gehe ich rein oder gebe ich ihm keine Aufmerksamkeit? Also vielleicht noch mal rein von der Quantenphysik her ist es so, dass wir als Menschen rein faktisch Realitätsverstärker sind der Dinge, die über die Medien uns zugetragen werden. Denn unser Körper, also Geist und Seele, kann nicht unterscheiden, ob das zum Beispiel nur ein Film ist, ja, ein Spielfilm ist, ein Theaterstück oder Realität. Der Körper reagiert darauf. Und wir, je mehr wir in die Emotionen gehen, verstärken wir dieses Bild und koppeln es ein. Und so ist es sozusagen ein Zirkulus, der immer wieder das hervorruft und hervorholt und bestätigt und verstärkt, modifiziert. Ja, und dass dann das Summenergebnis dessen ist, wo wir im Außen nicht zufrieden sind. Dass wir sagen, hoffentlich ändert sich diese Welt. Es liegt im Wesentlichen wirklich an uns, an unserer Anschauung, wie wir die Welt sehen und an unserer Disziplin, die wir da walten lassen, wenn wir sagen, okay, ich möchte die Routine des Alltags durchbrechen und möchte eine Aufmerksamkeit in den Fokus legen, dass ich öfter hinterfrage, so oft wie möglich am Tag, ob das, was ich gerade wahrnehme, was mich erreicht, auch wirklich möchte, ob das mich in die Freude bringt, ob es mir Freude bereitet oder eben nicht. Und was kann ich tun, um in die Freude zu kommen? Das sind die Lösungsfragen oder Themen. Ja, ganz einfach. Und das Wort Realitätsverstärker habe ich jetzt das erste Mal gehört. Ist natürlich super treffend für Leute, die wissen, um was es da geht. Aber Fakt ist doch einfach auch, dass die große Masse von Menschen und auch von uns allen erst aus einem tiefen Leid heraus lernen, umzudenken. Und so lange schwimmen wir eigentlich mit, bis wirklich etwas passiert, was uns zwingt.
Und da frage ich mich auch, wie lange geht's noch, bis wir endlich irgendwie als Menschheit zusammenwachsen, uns als Mensch sehen oder auch menschlich miteinander umgehen, eine Religion der Menschlichkeit entstehen darf. Ja. Naja, es ist so, das ist richtig. Der Punkt ist nur, solange wir in der Angst sind und in der Angst bleiben, befinden wir uns in einem Zustand der Schockstarre. Das ist etwas, was ich immer wieder hole, weil es auch genauso ist. Und das ist das Kernthema. Wenn wir über die Medien, und das tun ja die meisten, teilweise bin ich es ja auch, dass ich mir anschaue, Dinge anschaue, die gerade passiert sind, und meistens ja im Negativen, ja, also was wir gerade für Themen vorgetischt bekommen, ist ja überwiegend, wenn du die öffentlichen Medien mal nimmst, dann hört sich das alles wirklich nicht schön an. Und dann merke ich, mein Gott, das ist das, was ich nicht möchte. Das war früher schon nicht anders, nur in der Gegenwart viel extremer mit den sogenannten Wartezimmergesprächen. Also jeder kennt das, sitzt im Badezimmer und jeder dort erzählt mehr oder weniger jeder seine Krankheitsgeschichte. Die übernehmen wir mit. Also kein Wunder, dass wir da nicht gesund werden. Also diesen Zirkulus müssen wir durchbrechen, müssen nur in dem Sinne, sofern wir es wollen, sofern wir wirklich ernsthaft wollen, dass wir aus dieser misslichen Lage rauskommen. Und das ist natürlich jetzt alles viel extremer geworden ist als die Wartezimmergespräche, sozusagen als Synonym dafür. Das zeigt uns, dass wir an einem Punkt sind, wo es jetzt im Grunde genommen auch nicht mehr weiter so geht. Da kann im Grunde genommen jetzt, da ist nicht mehr damit uns nicht geholfen, dass es nochmal eine Steigerung gibt. Wir sind kollektiv gesehen auf der Erde genau an so einem ganz kritischen Punkt, wo sozusagen das Chaos schon so hoch ist, dass sehr viele sozusagen in einen Modus springen. Das muss allerdings schon angelegt sein. Das ist also nicht zufällig so entstanden, dass wir sozusagen erkennen, warum wir hier überhaupt inkarniert sind auf der Welt. Wir sind ja hier nicht zufällig hineingewürfelt worden. Ich glaube, das brauche ich nicht zu erzählen. Und das bringt uns sozusagen in den Zustand der Erinnerung und sagt, Moment mal, das hat ja alles einen Sinn und das hat keinen Sinn, dass wir hier einfach nur abgestraft werden. Niemand straft uns wirklich ab. Zumindest, wenn wir es nicht wollen, wir nicht akzeptieren, dann wird es nicht passieren. Das ist sozusagen, dass der Schmerz im Außen und das Chaos so extrem hoch ist, für mich ein Zeichen dafür, dass es bald vorbei ist in der Art. Dass es wird immer noch Menschen geben und ich denke mal, die meisten haben sich entschieden, die diesen Weg folgen werden. Den Weg in den, ich sag mal, mehr oder weniger Abgrund, ja, wo es noch extremer wird, keine Ahnung, wie es dann wird, ist ganz individuell. Und für diejenigen, die sich befreien, dass sie sagen, ich erkenne, dass es so ist und setze das auch um. Und dann ist das Spiel in dem Moment auch wirklich vorbei. Die werden sich wahrscheinlich kaum noch daran erinnern, dass sie noch vor kurzen Zeiten über Dinge geredet haben, die sie sehr chauffiert haben, wie auch immer, verängstigt haben. Das ist dann einfach mal ausgeblendet, vergessen geradezu. Ja, da erinnere ich mich gerade an eine Geschichte, wo ich einem Freund von mir mal etwas über Fluorid in der Zahnpasta erzählt hatte. Und Jahre für Jahre, er wollte es nie hören. Und eines Tages kommt er auf mich zu und sagt, hast du gewusst, dass in der Zahnpasta Fluorid drin ist? Und dachte mir, ja schön, jetzt ist der Zeitpunkt reif gewesen, zu erwachen oder dieses Thema mal anzuschauen, bewusst. Ich habe aus deinen vorigen Sätzen aber sehr viel Hoffnung gelesen oder gehört, sehr viel Zuversicht, dass der Scheideweg, wo wir jetzt gerade stehen, erfolgreich gemeistert werden kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist tatsächlich so. Also ich weiß, dass es nicht unbedingt hilfreich erscheint für den Verstand, wenn man so mit so einem Zitat kommt. Und das wäre aber trotzdem treffend. Da, wo die Nacht am dunkelsten ist, ist der Tag am nächsten. Ja, also da, wo es am kühlsten ist und so weiter. Das ist schon so eine Redensart, die sehr viel Inhalte hat und die sehr schön auch auf die heutige Zeit zutrifft. Und ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir, wenn wir den Verlauf jetzt mal der letzten anderthalb, zwei Jahre betrachten, rein nur die Ereignisdichte in Bezug auf der Emotion. Das heißt, wie stark waren die Ereignisse emotional geprägt? Ja, und dann weltweit, ja. Dann war es das noch gar nicht. Das gab es gar nicht. Und so gibt's in der Natur, das ist ein Naturgesetz, ein Point of No Return, also sozusagen ein Punkt, wo sozusagen ein Schwellenwert, man spricht von einem Schwellenwert, also wo das Chaos ein Maximum erreicht hat und dann umschwingt in einen hochgeordneten Zustand. Das ist in der Physik, dafür gab es einen schönen Nobelpreis für Ilya Prigogine. Der hat das damals entdeckt als Biochemiker, glaube ich. Er war
Und das hat er auf biologische Systeme, sogar auf chemische Systeme übertragen können. Also das ist etwas, was wir übernehmen können, weil es ein kosmisches Grundgesetz ist. Es kann also nicht ewig so weitergehen. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Und da wird sich sozusagen das, was ich Shift nenne, ein Split nenne, sozusagen, wo die eine Gruppe, die eben immer noch nicht loslassen möchte, kann, ja, weil aus ihrer Sicht können sie es nicht, sie wollen es ja, aber das ist ganz individuell natürlich. Und eben die, die bereit sind, sagen, okay, jetzt lasse ich wirklich mal los, jetzt schaue ich mir es an, ich erinnere mich an meine Göttlichkeit, ich setze das auch um. Ich warte nicht drauf auf das große Wunder, sondern ich bin selber die Instanz, die das Wunder generiert, indem ich einfach mal die alten Strukturen, die so festgefahren waren, verlasse. Ich verstehe dieses Prinzip, dass wenn das Chaos am größten ist, irgendwann wieder Ordnung einfällt, oder wenn der Pendel zur rechten irgendwann wieder auf die linke Seite rüberschwippt. Verstehe ich schon. Aber ich sehe auch, dass durch die Fülle von Informationsfluten auch eine Ignoranz zu den Informationen selbst entsteht. Das heißt, man distanziert sich, man will eigentlich gar nichts mehr wissen. Also weder auf der Ordnungsseite noch auf der Unordnungsseite, man will einfach gar nichts mehr wissen. Und das ist ja auch nicht der Weg in die Ordnung, oder? Nein, weiß Gott nicht. Vor allen Dingen wird das Wissen ja erstmal völlig überbewertet. Aber wir sind ja sozusagen als menschliche Entitäten, sind wir ja Wissensanhäufer. Mit jedem Gedanken, den wir denken, mit jeder Wahrnehmung, die wir haben, speisen wir ins morphogenetische Feld, in die Akasha-Datenbank, die in den höheren Dimensionen raum- und zeitlos abgespeichert werden, ein und kriegen das ja gar nicht mit. So, und so laufen dann auch die Erinnerungsprozesse, wenn ich etwas sozusagen vielleicht vergessen habe, einen Satz, den ich jetzt gerade vor 2 Minuten geredet habe und ich mich jetzt daran erinnern möchte, dann ist das wieder da. Aber es kommt nicht aus meinem Kopf, sondern aus der morphogenetischen Datenbank. So, das ist etwas. Und diese Informationen, die abgelegt sind in der Datenbank und sich dann über die morphogenetischen Resonanzfelder wieder dann hier auch ausprägen, sind im Grunde genommen aber überbewertet, sind zwar wichtig, weil natürlich Gedanken und Gedankenbilder Realitäten erschaffen, aber wenn wir erkennen, dass wir das als Instrument nehmen, dass wir uns der Gedanken und Informationen als höher geordnete Instanz, als höheres Selbst oder als Seele, als Wesenskern, wie auch immer, bedienen, ja, ob nun bewusst oder nicht, dann ist der Schwellenwert auch überlagert und überlagert diese Prozesse der Automatismen. So werden wir ja in diesen Prozessen festgehalten, dass einfach mal alles, was weltweit irgendwann gerade gedacht, erfahren wird, eingespeist wird und wir mehr oder weniger übers Unterbewusstsein damit auch beeinflusst werden. So, also das ist eine Sache, die einhergehend, die wir durchschauen sollten und die automatisch passiert, wenn wir einfach ernsthaft die Dinge umsetzen, dass wir sagen, das Spiel möchte ich jetzt nicht mehr mitmachen. Ich gehe jetzt wirklich in das sogenannte Loslassen, in das Vertrauen hinein, gehe in den Prozess der Demut, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, ist aber ganz wichtig, ja, also dass man wirklich auch loslässt, nicht nur als Worthülse, ja, vielleicht auch ernst gemeint, ja gut, ich lasse jetzt mal los, aber das funktioniert nur insofern, in diesem Sinne, wie wir es uns wünschen, wenn wir auch wirklich ohne doppelten Boden bereit sind, einfach mal nicht fatalistisch. Also dass das sozusagen, ich gebe mich hin und es soll sowieso alles so sein und ich bin gar nicht mehr da, ich habe auch keinen Wunsch mehr, oh nein. Dass das sozusagen der Prozess ist, dass ich mich fallen lasse in dem Gewisssein oder in der Gewissheit, dass ich ein göttliches Wesen bin und selber der Creator, der Schöpfer meiner Realität bin. Mir sind in der Zwischenzeit so 2, 3 Wörter in den Sinn gekommen. Also ein Ereignis der letzten 2 Jahre ist in dieser gigantischen Form, kann aber auch letztendlich der Auslöser sein für ein massenkollektives Erwachen. Ich hätte mir kein anderes, besseres Ereignis vorstellen können, die in der Lage wäre, aus einer solchen Schockstarre heraus letztendlich die Menschen wirklich wach zu rütteln und andere Werte in den Vordergrund zu stellen. Ja, vielleicht noch mal ganz zur Erinnerung. Der Schmerz ist ja, kann ja unterschiedlich, er kann physisch sein, er kann psychisch sein, aber der Schmerz ist ein natürlicher Warnhinweis, nicht um uns abzustrafen, sondern dafür, dass wir etwas anschauen sollen, was wir nicht beobachtet haben, was wir vergessen haben, nicht bemerkt haben. Ja. Insofern ist das etwas ganz Wichtiges. Der pathologische, der entartete Punkt ist der, wenn wir in dem Dauerschmerz bleiben und einfach da nicht genau hinschauen. Ja, also die Lösung liegt auch in der, und auch Erlösung liegt darin, indem wir erkennen und sagen, okay, das ist der Grund, warum ich jetzt Schmerz erleide. Ich wiederhole, ob nun physisch oder psychisch.
und dann damit aber auch gleichzeitig die Chance habe, zumindest zu erkennen, dass ich das ändern kann. Und viel weniger im Außen, dass ich sage, ich werde jetzt Rundbriefe rausbringen oder was auch immer im Außen machen. Das ist zwar auch wichtig in der Handlung, aber aus der Perspektive heraus, dass ich selber aus dem Inneren heraus bedingungslos, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was ich da sage, nicht nur dem Motto, das kann man ja mal versuchen, ja, um es mal ganz extrem zu sagen, sondern bedingungslos mit klarster, vollständiger, unabdingbarer Absicht, ja, da hineingehen und sagen, das tue ich jetzt einfach mal. Ich gehe mal richte meinen Fokus dahin, wo die Freude ist. Also halte Ausschau nach diesen Momenten. Das klingt für den Verstand sehr, sehr naiv und ist es wahrscheinlich auch für den Verstand. Da gibt es doch diesen Spruch von Rumi, ich bringe ihn nur sinngemäß rüber, über den Zustand der Liebe jetzt mal, ja, wenn man eben verliebt ist, ja, dann kommt der Verstand und sagt, naja, aber da ist ja das und das und das. Und dann sagt die Liebe, es ist, was es ist, ja, sprach die Liebe. Also wenn wir da durchschauen und das erkennen und in dem Sinne dann auch die Absicht klarer und deutlicher ist und ich wiederhole nicht nochmal so einfach als eine Absichtserklärung, das mache ich jetzt mal, da wird es nicht funktionieren. Es wird entsprechend der Klarheit und der Deutlichkeit, ist ja das Gleiche, funktionieren und auch sichtbar funktionieren, wo ich sage, okay, ich versuche das nicht, ich mache das. Das ist so eine Schlüsselszene aus dem Film Matrix, wie Morpheus zu Neo sagt im Trainingsprogramm, ja, wo er sich wundert, was er da alles zustande bringt, aber doch nicht rankommt, was Morpheus kann. Und er sagt Morpheus zum Neo, hör auf, es zu versuchen, tue es. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Genau. Also lernen wir daraus, die nächsten Zeiten ist sehr wichtig, dass wir eigentlich ein bisschen mehr vor unserer eigenen Türe kehren und uns unsere eigenen Gedanken, unserem Bewusstsein mehr Klarheit verschaffen. Und einfach auch wissen, dass unsere Gedanken letztendlich manifestieren, letztendlich auch die Energie, die aus den Medien zu uns kommt, letztendlich stärkt, wenn wir dem auch Energie zuführen und uns davon distanzieren. Ja. Schmerzen gleich hinsehen, das war eine ganz gute Formulierung, war ich mir gar nicht so bewusst. Das ist eigentlich logisch und die ganze Phase hat Schmerzen verursacht für viele. Und dass wir dann hinsehen sollten, finde ich auch super. Dann hast du noch einen Punkt gesagt, wir müssen nicht warten, bis Jesus nochmals kommt. Ich weiß nicht, ich hatte mich vor einem Jahr mit Bruno Gröning beschäftigt. Und ich weiß ja nicht, das ist ja einfach eine unfassbare Geschichte dahinter, diese viele zeitgemäßen Zeugen, die da noch dabei waren, das erlebt haben, diese 80-, 90-jährigen Menschen, wo ich in diesen ganzen Interviews gesehen habe. Also wenn das ein Heiliger gewesen wäre, haben wir ihn wieder gesteinigt, oder? Das ist tatsächlich so. Ich habe ja mit Bruno Gröning auch emotional sehr viel zu tun. Ich habe da ja auch ein Interview gegeben für den Bruno Gröning-Kreis. Mhm. Und das war auf einer sehr persönlichen Art nochmal. Da habe ich sehr viel Dinge aus meiner Vergangenheit, die ich persönlich erlebt habe, auch berichtet. Und da muss ich sagen, vielleicht der wichtigste Punkt in diesem Kontext, über den wir uns jetzt ja gerade unterhalten haben, Bruno Gröning hat ja auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass nicht Jesus, dass sozusagen Jesus durch ihn hilft, aber er nicht Jesus ist. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Es geht sozusagen um die Gottesenergie, ja, und die eben von Jesus oder vom Allschöpfer kommt, die er dann ohne Zweifel, also der hat nicht im geringsten dran gezweifelt, genauso wenig wie an Sai Baba, wenn er Dinge manifestiert hat, auch nicht gezweifelt hat. Oder Uri Geller, wenn er seine Gabeln verbiegt, das kann er wirklich. Ich bin mit ihm befreundet, er hat es mir mehrfach gezeigt, der kann das wirklich. Aber weil er weiß, dass es so ist, der zweifelt nicht dran. Das ist das, worum es hier auch geht. Und wenn wir uns einfach mal, da kommen wir wieder zum alten Ausgangspunkt des heutigen Gesprächs zurück, wenn wir uns unsere Göttlichkeit bewusst sind, meinetwegen auch im Namen Gottes oder im Namen der Jesus-Christus-Energie. Man spricht von Christus-Bewusstsein sogar. Jesus ist ja eine Person, dem Christus-Bewusstsein angegliedert. Das darf man nicht vergessen. Es geht weniger um die Person, aber wir sind ja auch im Christus-Bewusstsein, wenn wir als Seelenwesen tatsächlich auch uns erkennen. Und das ist ja das, was gerade passiert. Also die Wunder, die auch ein Bruno Gröning nachweislich, ich glaube zigtausendfach sogar notariell beglaubigt, ja, also Kritiker waren da und gesagt, jetzt erwischen wir ihn, wenn er schummelt. Nein, man hat immer wieder bestätigt, dass er das wirklich kann. Und letztlich können wir das alle.
bis hin zu Doppelblindstudien mit bekannten, hochrangigen Wissenschaftlern. Und letztendlich hat man ihn nur diffamiert und kaputt gemacht. Und das ist einfach schon wieder traurig, denn es ist eigentlich in unserer Zeit gewesen, oder? Nicht 2000 Jahre vorher, oder? Und Alexander, das ist ein wichtiger Punkt, ich möchte da nochmal eingreifen, weil er eben so wichtig ist. Es ist ein altes Prinzip, also meine Lieblingsszene aus der gesamten Literatur, schöngeistigen Literatur nenne ich sie jetzt mal, ist Dostojewski, ja, mit seinem Buch Der Großinquisitor. Und wo er beschreibt, sozusagen im Mittelalter, eben wo die Inquisitoren wirken, da wird Jesus sozusagen zurückgeholt. Jesus taucht auf, irgendwo in Spanien, in vielleicht Madrid und so weiter, also irgendwo da und taucht auf. Alle erkennen ihn auch als Jesus und freuen sich und sind dankbar und so weiter. Und der Großinquisitor kommt dann auf Jesus zu und dann gibt es im Grunde genommen in dieser Geschichte nur noch einen Monolog. Jesus sagt die ganze Zeit gar nichts. Es ist also vom Großinquisitor eine riesige Anklage, wo er dann sagt, warum hast du den Menschen nicht das Brot gegeben? Ja, und nur davon gepriesen. Also solche Geschichten. Und der wichtigste Punkt dieses ganzen Monologs ist der, dass er sagt, und zum Schluss werden dich die gleichen Menschen, die dich jetzt anbeten, wieder verraten und wieder verbrennen oder ans Kreuz nageln, weil sie das Brot nicht kriegen. Und wir als die Kirche geben ihnen das Brot. Und das passierte in dieser Geschichte dann auch. Also es wird zumindest angedeutet. So, und das sind die Geschichten, wo ich sage, mein Gott, es ist so alt, und Dostojewski ist noch nicht so alt, als er das Buch schrieb, glaube ich, vor 50, 60 Jahren. Ist noch nicht so lange her. Aber der hat es durchschaut, wie schnell wir im Grunde genommen auch umfallen, wenn es dann darum geht, also mir ist das Wohl, persönliche Wohl, ich habe einen vollen Magen, wichtiger, als einfach mal da auch loszulassen und sagen, ich habe dieses Gottvertrauen. Ganz wichtiger Punkt. Darf ich dich noch fragen, ob du 2022 noch irgendein Buch veröffentlichst, ob da was Neues auf uns zukommt? Naja, es ist das Buch Evolution 2021, was innerhalb von wenigen Tagen fast ausverkauft wurde. Also ich weiß nicht, wie viele Bücher wir gedruckt haben, aber es waren 4 oder 5 oder mehr 1000 Bücher. Ich kontrolliere sowas nicht. Aber ich habe an der Rasanz festgestellt, und wir haben sehr, sehr wenig Werbung gemacht, so wenig wie nie zuvor, und haben es nicht bei Amazon angeboten, bewusst nicht. Wir haben gesagt, die ehrlichste Werbung ist die Mund-zu-Mund-Werbung. Mhm. Ja, dass die Leute sagen, das ist toll, das empfehle ich dir, weil ich habe es gerade gelesen und ich kaufe dir das sogar. Viele haben es zu Weihnachten für Freunde gekauft. So, das ist das Buch, was immer noch höchst aktuell ist, obwohl das Datum 21 ja nun schon vorbei ist, ist aber das, was dort beschrieben wird, das, was sich jetzt umsetzt. Also Evolution 2021 ist das Buch im Moment, was ich da ans Herz legen kann. Ganz herzlichen Dank, lieber Dieter Bröers. Danke für die Zeit, danke für diese philosophische Lehrhalbstunde, die mir gut tut und ich mit sehr viel Zuversicht auch das Jahr 2022 hineingehe. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie die Kernaussagen von einem Dieter Bröers wirklich warm ins Herz aufgenommen haben und auch zuversichtlich in die Zukunft schreiten, aber sich vielleicht ein bisschen weniger beeinflussen lassen von außen auf Sie einströmenden Informationen, sondern wirklich die Wahrheit in Ihrem Kern suchen und auch finden werden und danach leben. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute, viel Erfolg und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.